Auf geht's zur nächsten Questline. すごい大雨。困ったわね。そもそも昨日終わるはずだった仕事をどうしてあの人たちは今日まで引き延ばしたのかしら。え？陣営のごとく。ふっ、やっ。急がっ、ほっ、はっ。 Ah, das ist der Nara, der goldene Nara, der mutige Nara. Paimon ist Paimon und sie ist Shiro. In Wanarana sind jetzt alle mit der Vorbereitung für das Uzawa-Fest beschäftigt. Wie kommt es, dass du jetzt alleine hierher kommst? Arapandu hat eine wichtige Aufgabe zu erledigen für das Uzawa-Fest, für den Apamwald, für Nara Varuna. Also du bist Arapandu? Aber was ist mit Nara Varuna? Der Name kommt Paimon bekannt vor. Nara Varuna ist genauso wie Nara Shiro, golden und mutig. Wenn man den Mond und den Sonnenschein nicht sieht, werden selbst die mächtigen Bäume von Wana vom bleißenden Wind um ihre Blätter und vom trommelnden Regen um ihre Äste beraubt. Der Schmerz von Wana tropfte in den Schlamm. Überall war der Geruch von Eisen und Salz zu riechen. Ich weiß nicht, wie oft die Sonne auf und ab ging, seit Nara Varuna kam, der goldene Nara, der goldene Worte sprach. Er und die Aranara haben zusammen Sonnen- und Mondschein zurückgebracht. Die Kräfte von der Varuna-Maschine haben Vanas Schmerz hinweggewaschen. Es gab auch keinen schwarzen Regen mehr, kein Geruch von Eisen und Salz. Jedermann in Vanarana war Nara Varuna sehr dankbar. Jeder mochte ihn genau wie die Sonne und Erde, wie der Regen und Tau. Das klingt beeindruckend. Er ist sicher ein toller Nara. Wieso habe ich immer noch das Gefühl, dass das unser Bruder gewesen sein könnte? Immerhin soll er ja auch so golden sein wie wir. Halt nur ein anderer Name. Aber hey, Nara Shiro hat auch vielen Leuten geholfen und dafür viel Dankbarkeit erfahren. Arapandu wird Nara Shiro sicher mögen. Nachdem er Vanarana verlassen hatte, wurden viele aus dem Schlamm geboren und viele kehrten in den Schlamm zurück. Die Äste und Blätter der Varuna-Maschine haben keine Kraft mehr. Varunastra war wie ein ängstlicher Fink und schlug wild mit den Flügeln. Dann regnete es stark, sehr seltsam. Pilze, die laufen können, haben sich in Wana niedergelassen. Man sieht überall unbekannte Samen. Könnte das die Pilzbestien und die Sporen sein? Aber was sind die Varuna-Maschine und Varunastra eigentlich? Ist es eine mächtige Waffe? Nein, das ist viel zu stark.
Nein, nein, Narashiro und Palmon liegen falsch. Lasst uns nach oben gehen. Arapando erzählt euch davon. Kann ich mich hin teleportieren? Oha, was passiert da? Ah, was war das dort drüben? Was für ein spektakulärer Anblick! Narashiro und Paimon wissen jetzt, dass das Varunastra ist. Die Varuna-Maschine ist an einem noch tieferen Ort. So tief, wie die Wurzeln gehen. Es scheint so, als hätten wir Dara Varuna unterschätzt. Paimon hätte nicht gedacht, dass es so groß ist. Solche Kraft ist nicht zu unterschätzen. Bevor der schwarze Regen fiel, war Nara Varuna noch nicht nach Varna gekommen. Aramuhukunda und die höhere Herrin Rukadevata haben die Varuna-Maschine erschaffen und das Regenwasser brachte viel Leben. Der schwarze Regen und der schwarze Schlamm und viele, viele andere schlimme Sachen haben Varna ins Unglück gestürzt. Vor ihm habe ich noch nie ein so mutiger Nara gesehen, wie die Sonne den Nebel vertreibt. Hat er mit Aranara zusammen die Varuna-Maschine geheilt. Nara Varuna ist jetzt nicht mehr in Vanarana, genauso wie Aramuhukunda. Aber die Aranara müssen doch einmal die Varuna-Maschine heilen. Für das Uzawa-Fest, für Varna. Wir haben uns mit Ja, und Arama darauf verständigt, das Uzawa-Fest gemeinsam vorzubereiten. Wie sagt doch dein Sprichwort, das Feuer ist größer und stärker, wenn mehr Nara helfen. Feuerholz zusammen, richtig? Nein, Palmon meinte, je mehr Nara, desto reibungsläufer verläuft alles. Keine Angst, das hat nichts mit Feuer zu tun, überhaupt nichts. Oh, da Paimon in Subaru angekommen war, wollte sie allen zeigen, dass auch sie eine Menge weiß. Arapando hat keine Angst, Paimon kann beruhigt sein. So wie Narashiro und wie Nara Varuna ist sie eine Freundin der Arana. Aranakula, Arabalika, Arakunti und Arapando wollten zusammen die Varuna-Maschine heilen. Aber, oh, das sind 3, 4... Oh Gott, jetzt geht's wieder richtig los hier. Die Sporen und die Pilzbestien sind in der Überzahl. Da kann man nichts machen. Im Gegensatz zu Arabalika hat Arapando kein starkes Arakalari. Ach, das hat ja geklappt. Was ist denn das für ein Wort? Wegen des merkwürdigen Regens ist die Pilzbestie noch gefährlicher geworden. Warte, Arakaralari? Arana hatte Paimon gesagt, dass es verwendet werden kann, um Arana abzuwehren. Arararakalalari ist stark und kann die Pilzbestien vertreiben. Arapandos Arararakalari ist schwach und hat gegen die Pilzbestien keine Chance. Was?
Ararakalari kann ich auch so verwendet werden? Sag das Wort dreimal hintereinander. Narashiro ist schlauer als Paimon. Bäh. Verschiedene Aranara haben unterschiedliche Ararakalari, aber alle Aranara beziehen ihre Kraft aus den Pflanzen in Wana. Arabalikas Ararakalari ist sehr stark und fürchtet sich überhaupt nicht vor den Bilzbestien. Und dann ist da noch auch noch der große eiserne Nara. Der große eiserne Nara? Der große eiserne Nara ist sehr groß, so wie Narashiro. Er hat zwei Hände, zwei Beine, aber nur ein Auge. Ah, du sprichst von den Ruinenwächter. Paimon ist sehr schlau. Eigentlich nicht, aber naja. Hehe. Ah, auf dem Baum dort sind auch die Pilzbestien. Arabalika kann sie sicher zurückschlagen, aber Arapandu nicht. Narashiro hat auch keine Angst vor den Pilzbestien. Auch wenn du keine Arakalari benutzt, bist du doch sehr stark. So stark wie ein starker Wind, der die Blätter wegpustet. Pust. Wenn wir nichts unternehmen, werden die Sporen und Pilzbestien immer mehr werden, Narashiro. Überlass das uns. Mit den Fähigkeiten von Narashiro können wir das sicher mit einem Pusten lösen. Richtig? Komme ich von hier aus vielleicht eher dahin? Ach gut.
Oh, komme ich da überhaupt rein? Ich bin jetzt hier raufgeklettert. Also ist es hier unten drin. Okay, ich habe mich geirrt.
sind noch zwei Dendrokolosse hier. Gehen wir dann nachher mal hingucken. Das hier ist der Ruheort. Ah, Paimon kann die Spuren von Aranara hier erkennen. Von hier aus sieht die Varuna-Maschine noch spektakulärer aus. Oh, was für starke Spannung. Das kann doch nicht sein. Hoffentlich. Wir haben vereinbart, dass nachdem wir die Blätter und Äste der Varuna-Maschine geheilt haben, wir uns am Ruheort treffen. Ja. Dann werden wir zusammen die Schädlinge, die an den Wurzeln der Varuna-Maschine kauen, hinwegfegen und sie heilen. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir von den Ästen und den Blättern der Varuna-Maschine sprechen? Die Äste und Blätter der Varuna-Maschine befinden sich überall in Varna. Solange sie da sind, bleibt die Varuna-Maschine stark. Der schwarze Regen wird dadurch zu gutem fruchtbaren Regen. So wie Regenwasser sich zu einem Bach sammelt und ein Bach in einen See mündet, so münden alle Äste und Blätter Tropfen für Tropfen in die Varuna-Maschine. Die Varuna-Maschine hat sich verändert, so wie ein abgebrochener Ast, der des Regenwassers blockiert und das Wasser keinen Bach mehr bildet. Und ohne den Bach wird der See austrocknen. Paimon versteht es immer noch nicht. Ah, wenn man nichts zu essen hat, hat man auch keine Kraft zu arbeiten. Also ist die Varuna-Maschine jetzt wütend, weil sie hungrig ist? Du hast recht. Wie könnte jemand die Kraft haben, wütend zu sein, wenn er hungrig ist? Wie auch immer. Wir müssten zunächst die Äste und Blätter heilen, ja? Richtig, Arapandu wird mit Paimon und Narashiro zusammengehen. Nein! Oh, scheiß Wasser! Ah! Ach du Scheiße. So ein verstecktes Plätzchen. Aber sind das wirklich Äste und Blätter? Das sieht aus wie... Es sieht aus wie die von Aranara gesetzten Steine. Die Blätter
Und Äste des Steins wurden von Aramukunda und der höheren Herrin Rukadevata gemeinsam erschaffen. Dadurch wurde die Kraft von Vana in der Naruna-Maschine konzentriert. Ach so. Man muss alle drei Blätter in die Richtung des Astes drehen. Aber Arapandu scheint nicht stark genug dafür zu sein. Nein. Ja, die Aranara sind doch so klein. Lass Narashiro das machen. Arabalika kann es vielleicht schaffen, aber Aranakula und Arakunti? Ah, wir müssen erst einmal das Problem hier lösen. Narashiro, bitte sehr. Vielen Dank, Narashiro. Die anderen Dinge lassen wir Arapandu machen. Aber das ist zu lang. Ich bin mir nicht sicher, ob das wohl funktioniert. Was? Wir können auch scheitern? Wir haben es schon einmal geschafft, aber vielleicht klappt es diesmal nicht. Wenn die Sonne die letzten Male aufgegangen ist, heißt das noch lange nicht, dass sie auch beim nächsten Mal aufgehen wird. Erst nachdem die Sonne das nächste Mal aufgegangen ist, kann Paimon sagen, oh, die Sonne ist wieder aufgegangen. Oh, wirklich gruselig. Was passiert wenn die Sonne nicht mehr aufgeht? Keine Angst, Paimon. Narashiro ist wie Naravaruna, golden wie die Sonne und mutig. Naravaruna hat uns Sonnen- und Mondschein zurückgebracht. Narashiro wird sicher das gleiche für uns tun. Ja, Paimon glaubt auch an Shiro. Egal welche Schwierigkeiten auf dem Weg liegen, sie wird niemals versagen. Aber jetzt lasst es Arapandu machen. Oh, sieht aus, als hätte es funktioniert. Ja, die Äste und Blätter sind bereits geheilt. Fantastisch, und der Tanz der Aranara ist wirklich sehr interessant. Klingt nicht schlecht. Ach, wenn Paimon sich mit Shiro in der ganzen Welt herumtreibt, ist das schon Sport genug. Aber die Varuna-Maschine ist noch nicht ganz geheilt, oder? Es gibt noch drei andere Orte, die über Vana verteilt sind. Arabalika ist sehr stark. Vielleicht kann er aber um Aranakula und Arakunti mache ich mir große Sorgen. Wegen des seltsamen Regens ist Vana noch gefährlicher geworden. Lass Paimon und Shiro nach ihnen sehen. Jedenfalls können wir auch das Uzawa-Fest nicht sorgenfrei vorbereiten, solange die Varuna-Maschine nicht geheilt ist. Mit der Hilfe von Paimon und Narashiro wird die Varuna-Maschine sicher bald wieder repariert sein. Dann wird Vana in der Lebensfreude erstrahlen, so wie früher. Aranakula ist zum Yasna-Monument gegangen. In den Tiefen von Vana befindet sich Aranaras Erinnerung über Nara Varuna. Aber wegen der Pilzbestien und Sporen war schon lange niemand mehr dort. Aranakula hat sich daran gewöhnt, mit dem Schlamm und den Samen zusammen zu sein. Er ist vertraut mit allem, was aus dem Schlamm geboren wird, ist. Wenn du ihn gefunden hast, sag ihm Arapandus Namen, dann wird er keine Angst mehr haben. Oh, das klingt nach einem echten Aranara. Arabalikas Araragakalari ist stark. Aber bitte schaut trotzdem ihr auch nach. Nach ihm, Paimon und Narashiro. Arabalika ist bei den Ruinen von Dari. Dort riecht es sehr stark nach Eisen. Paimon und Narashiro müssen sich in Acht nehmen. Arakunti ist im Heim der Träume. Dort befindet sich der Eingang des Traumes. Er und Nara haben sich sehr entfremdet. Falls er sich versteckt halten sollte, spielt einfach unsere Musik.
Apropos, wir haben vorhin die Noten der Aranara bekommen. Falls wir Arakunti nicht finden können, versuchen wir mal diese Musik zu spielen. Arapandu wird zuerst zum Ruheort gehen und die Lage in Varna überprüfen. Aranakula, Arabalika und Arakunti wissen alle, dass wir uns am Ruheort versammeln werden, sobald die Äste und Blätter geheilt sind. Der goldene Nara, der mutige Nara, Narashiro, möge Aramu Kukunda über sie wachen. Jawohl, überlasst das ruhig uns.